das ist die Freifrau von Rosita. Oh, Balthasar, sagen Sie der Dame, dass ich äußerst entsetzt bin. Von Ihrer tatkräftigen Unterstützung aber es wäre nicht notwendig gewesen. Denn ich hätte sie in wenigen Sekunden mit meinem Säbel vernichtet auf mich ließ. Herr Hauptmann! No, nur Whisky und Tequila, Senora. Whisky? Sie. Englischer Whisky? Blaurock. Er müsste längst hier sein, Senor Rollin. Weißt du, ich liebe Gold. Doch ich hasse es zu warten. Juanito! Sie, Senor. Er sollte gleich hier sein. Juanito, wir müssten nicht hier sein, wenn du Wilkins und den Medizinmann nicht erschossen hättest. Excuse me, Senor Rollin, aber meine kleine Juanita war so schitzwittig an diesem Morgen. Ich konnte sie gar nicht beruhigen. Unsere einzige Chance, noch an das Gold zu kommen, ist diesen Lieutenant zum Reden zu bringen. Balthasar! Hauptmann! Bring mir etwas Wasser. Dieser einheimische Schnaps namens Tequila-Tee hat für große Kopfschmerzen gesorgt. Genau zu sein eine große Übelkeit hervorgerufen. Eine sehr große Übelkeit. Danke. Hauptmann. Hurra! Hip-hip, hurra, das kann ja was werden, Mary. Balthasar, wenn du noch einmal so brüllst, lass ich dich auf der Stelle erschießen. Jawohl, Hauptmann. Oh, Rosita. Langsam, Balthasar. Los, Pfoten hoch. Balthasar, was meint er? Ich glaube, er meint, ihr sollt die Pfote heben. Pfote, Pfote. Ah, den Kojotenpfote habe ich gerade darüber geworfen. Heißt es Ihnen eine Freude macht? Die Kojotenpfote befindet sich dort drüben. Nordost-Ost auf 2 Uhr. Hände hoch, ihr Idioten. Winnetou. Du hast uns soeben einige Unannehmlichkeiten erspart. Sam Hawkins. Ja. Weiß mein Freund Sam, wer diese Bleichgesichter waren? Ja, irgendwelche Tramps, die hier in der Gegend die Gegend unsicher machen. Dann möge mein Freund Sam vorsichtiger sein. Denn nicht immer kommt Winnetous rettende Hand. Herein? Hast du den Brief? Nicht ganz. Was heißt nicht ganz? Wir wissen auf jeden Fall, dass sie ihn bei sich trägt. Aber so ein Gringo hat uns daran gehindert, ihn hier abzuknöpfen.
Weißt du, wer der Gringo war, Juanito? Mit so einer Westmann mit mächtig vielen Dorf in die Fäustin. Verdammt, Shatterhand. Was ist denn, Mr. Rosita? Habe ich euch verletzt? Nein, habt ihr nicht. Nur, ich habe den Glauben an ihn verloren. Seit meine Tochter Chiara verstorben ist. Sie war sehr krank. Ich habe gebetet, geweint, gefleht. Er möge sie am Leben lassen, doch sie starb. So jung, so jung. Und er hat nicht gehört, versteht ihr? Euer Kind starb durch eine Krankheit, nicht durch Gottes Hand. Ihr dürft ihn nicht zürnen. Auch ich bete täglich, meinen Vater lebend wiederzusehen, aber im Innersten meines Herzens weiß ich, dass er tot ist. Dennoch stelle ich Gott nicht in Frage, denn Gott hätte sicher nicht gewollt, dass mein Vater oder eure Tochter sterben. Aber Gott stellt uns Aufgaben und Prüfungen, die wir bestehen müssen. Wir dürfen nicht an ihm zweifeln. Dann werden wir in der Ewigkeit mit unseren Liebsten vereint sein. Meine, was das Volken haben wird! Ja, ja, nur weiter, meine Herren, wir sind schon da. Sieh mal, Rosita, wen ich gefangen habe! Kommen Sie nur Hauptmenschen, was Ihnen dieser reite Saufkopf wieder angetan hat. War das wirklich notwendig? Naja, zur Schonung meiner Nerven war das wirklich notwendig. Schließlich habe ich beiden das Leben gerettet, wenn ich mich nicht irre. Schade, dass ihr nicht hier wart. Ja, wieso? Senor Shatterhand und Winnetou waren beide hier. Winnetou und die alte Schmetterhand. Schmetterhand. Nein, wo ist mein Herr Hauptmann? Wo sind Sie hin? Ins Tal des Todes, nehme ich an. Zumindest Miss Amy und Senor Shatterhand. Na, schon so früh auf den beiden, Senores? Der Herr Hauptmann kann es kaum erwarten, auf die Jagd zu gehen. Oh, reckt, mein Bursche. Ins Tal des Todes. Vielleicht finden wir ja sogar einen Stegosaurier oder einen Rex und eine gar unbekannte Art. Den würde man nach seinen Entdecker nennen. Den Karl Gustav Freier von Rippen. Saurier! Sind Sie sicher, Balthasar, dass er keine Tequila getrunken hat? Er nicht, ich schon. In einer Stunde brechen wir auf, wenn es recht ist, Senores. Wir müssen bald da sein, Miss Amy. Ich weiß nicht, ob ich den Anblick meines toten Vaters ertragen kann. Es ist schwer, aber wir können die Unschuld eures Vaters nur beweisen, indem wir das Gold zurückbringen nach Fort Chilabend. Und um sein Schicksal aufklären. Wahrscheinlich habt ihr recht. Und ich werde euch beistehen. Schatzin, Winnetou wird vorausschreiten und versuchen herauszufinden, wo sie das Mädchen gefangen hat. Ich werde dir dann folgen. Danke, Schatzin. Senor Shatterhand, Senor Shatterhand. Wir wollen Sie warnen. Sie, Großvater, die suchen nach Amy. Madam. Sie? Die Lady wurde schon von den Pistolieros kassiert. Verzeihung. Wer wurde kassiert? Herr Hauptmann, lass ihn fragen. Sam, du passt auf Senorita Rosita und die beiden Preußen auf. Nein. Ich folge Winnetou. Wenn wir Amy befreit haben, stoßen wir zu euch. Verstanden? Verstanden. Ich muss zu meiner Amy. Hey, ihr bleibt schon hier, Lady. Den Teufel werde ich tun. Los, Roberto. Amy braucht mich. Nein, lauter Irre, wenn ich mich nicht irre. Shatterhand hat gesagt, ich soll auf euch aufpassen. Aber er hat nicht gesagt, wo ich auf euch aufpassen soll. Los, kommt! Juhu! Ich verrate euch, wo das Gold ist. Das wollt ihr doch wissen. Gut. Ich höre. Na, endlich! Das Gold befindet sich im Tal des Todes, soweit ich weiß. Männer! Sobald Juanito zurückkommt, reiten wir ins Tal des Todes und holen uns das Gold. Wo bleibt Juanito? Männer, wir reiten ohne ihn los. Holt Miss Wilkins und die Pferde.
Verdammt, in Deckung! Sogenannte sichtbare Erdung unseres Stückes. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen!